Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, denn ich möchte mich gerne mit, komplett einem Fullface schminken. Mit der Marke MUA, Makeup Academy. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Marke gibt es zu kaufen bei Beauty Bay und ich meine die aber auch schon damals öfters mal gesehen zu haben. Die ist quasi jetzt wieder zurückgekehrt, also eine altbekannte Marke, die aber super günstig ist. Die meisten Produkte sind cruelty-free und vegan. Jedenfalls steht das auch auf den Produkten drauf. Das ist quasi bei diesen Produkten der Fall. Dann habe ich hier zwei Produkte, die nur, in Anführungsstrichen, nur cruelty-free sind. Da steht nicht extra noch vegan mit dabei. Und bei diesen zwei Produkten, die ich ebenfalls verwenden werde, die Mascara und der Lippenstift, steht weder noch drauf. Aber ich hoffe, dass sie wenigstens cruelty-free sind. Naja, aber wir werden uns heute einfach mal komplett mit der Marke schminken. Die sind super preisgünstig, ne? Also ich würde die jetzt preislich minimal über Essence einordnen oder so. Also wirklich super günstig. Ich blende euch aber auch noch die Preise ein. Und als erstes verwende ich die Pro Base Moisturizing Primer Tube. Genau, die habe ich auch schon einmal verwendet und der Primer gefällt mir sehr gut, weil der richtig schön feuchtigkeitsspendend ist. Der kommt so raus, halt sehr, sehr cremig. Riecht angenehm, so ein bisschen nach Aloe Vera Creme. Ja, tatsächlich, so ein bisschen nach After Sun. Angenehm. Die Foundation ist leider eine matte Foundation, aber die hatten nicht wirklich was anderes, was ich hätte nehmen können. Pro Base Longwear Matte Finish Foundation und die habe ich in der Farbe 110 mir geholt. Die soll Full Coverage sein, also eine krasse Deckkraft geben, langanhaltend. Ja gut, ne? Es ist jetzt 18.12 Uhr, so lange kann ich das nicht testen leider. Und es soll ein mattes Finish haben, das gucken wir mal, ich hoffe nicht allzu matt. Die soll sich einfach verblenden lassen und ja, halt quasi Shine Control, also dass du quasi über den ganzen Tag nicht glänzt. Im Prinzip würde ich gerne aber ein bisschen Shine haben, aber na, wir haben ansonsten noch einen krassen Highlighter mit dabei. Okay, das kommt mit einem Spatel raus, kennen wir ja auch von der Wet n Wild Foundation. Die sieht sehr fest aus. Krass. Riecht so nach nichts. Ich mache mir die mal erst auf den Handrücken. Wie viel nehme ich denn da? Ich nehme erstmal das, was quasi an einem Spatel war. Oh, wow. Textur ist sehr, sehr, sehr cremig. Also die wird richtig deckend und wow. Farbtechnisch geht das wohl klar, ne? Ja, das geht wohl. Aber Full Coverage ist eigentlich gar nicht so schlimm für mich aktuell durch meine ganzen Rötungen, die ich da habe. Ja, komm, das darf wohl sein. So, ich nehme jetzt erstmal so viel und blende das mit meinem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen ein. Das funktioniert ehrlich gesagt wirklich einfach. Also da haben die nicht zu viel versprochen. Wirklich krass, was hier gerade auf meinem Gesicht passiert. Ich bin gespannt, wie das gleiche von Namen aussieht. Übrigens, falls wir Kaugeräusche hören, Sammy ist nebenan dabei, gerade sein Frühstück zu essen, was er den ganzen Tag hat stehen lassen. Also wir haben es ja immer noch gerade 17:45. Das ist echt so geil. Dann wird er wahrscheinlich gleich reingetapert. Komm, so Frauchen, der Napf ist leer. Jetzt kannst du mir mein Abendbrot reinmachen. Dann schlage ich mir jetzt wieder vollkommen den Magen voll. Okay, also fürs Gesicht hat das jetzt soweit gereicht. Ich nehme jetzt aber den Rest von meinem Handrücken auch noch so ein bisschen, um das meinen Hals runter zu blenden. Aber farblich ist es echt eine ganz gute Geschichte. Ein bisschen zu gelbstichig vielleicht oder ein bisschen zu, geht eigentlich, ne? Ich hätte jetzt gedacht, ein bisschen zu dunkel, aber es geht. Siehst du, jetzt ist der kleine Mann wieder hinter mir und stöhnt gleich rum. Ich habe so Hunger. Oh, aber die finde ich gerade ganz, ganz toll. Jedenfalls so in der ersten Impression, in der First Impression, im ersten Eindruck. Natürlich matt, ja, aber mega ausgleichend. Krass. Und von Namen betrachtet sieht man natürlich, dass es eine matte Foundation ist, die jetzt nicht unbedingt feuchtigkeitsspendend ist. Definitiv. Also, ne, das merke ich halt auch auf der Haut. Aber sie hat gut abgedeckt. Sie hat sich auch gut mit der Haut verbunden. Krass. Bin jetzt gespannt, ob die sich jetzt irgendwie in irgendwelche Fältchen reinsetzen möchte oder so. Aber das werden wir gleich sehen. Bin schon ganz angetan davon. Schön.
unsere Kaffeemaschine spült. Sie wurde eine Stunde nicht benutzt. Welch Frevel, welch Frevel. So, jetzt verwenden wir den dazu passenden Concealer, Full Coverage Concealer, Lightweight Super Cover Up for Imperfections with a Smooth Flawless Finish. In der Farbe 102 habe ich mir den bestellt. Auch der soll dann quasi sich leicht auf der Haut anfühlen und halt wirklich Unebenheiten abdecken und ein ebenmäßiges Hautbild geben. Die Verpackung ist auch ganz angenehm, ne? Fühlt sich genauso wie die Foundation-Verpackung so milchglasmäßig an. Und hier haben wir einen kleinen Schwämmchen-Applikator. Ich mache das erst immer nur so ein bisschen und gegebenenfalls baue ich das dann nachher nochmal auf. Aber jetzt wollte ich erstmal so eine dünne Schicht auftragen, weil ansonsten rutscht er mir auch zu schnell in die Fältchen und so rein. Also das ist jetzt nicht so zack, mega alles abgedeckt, aber Rötungen sind schon gut kaschiert. Ein bisschen habe ich hier noch meine Augenschatten, wo ich jetzt hier noch ein bisschen was aufbaue im Innenwinkel. Aber ansonsten, der ließ sich auch jetzt super einfach und schön ausblenden. Das finde ich toll. Also Full Coverage würde ich diesem Concealer nicht als Prädikat mitgeben. Tatsächlich nein. Weil man sieht halt immer noch Augenschatten. Ne? Die kriegt er auch nicht abgedeckt. Ich habe da jetzt auch so ein bisschen noch was drüber gegeben und baue den auch noch weiter auf. Aber die bleiben halt erhalten. Und normalerweise verwende ich nicht so viel Concealer. Aber er fühlt sich wirklich super leicht an. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie meine untere Augenpartie austrocknen würde. Deswegen bin ich gespannt, wie er sich nachher verhält. Ob er in die Fältchen kriegt oder eben nicht. Aber an und für sich ein schöner, für mich eher leichter Concealer, ne? Weil jetzt auch so Äderchen auf dem Auge deckt der nicht so unbedingt ab. Die sind halt immer noch da, gerade wenn ich so die Augenbrauen hochziehe. Das ist eh fies, ne? Da versagt eh fast jeder Concealer. Nö, aber sonst fühlt er sich echt gut an. Also lightweight auf jeden Fall. Gefällt mir. Da mache ich jetzt auch noch ein bisschen was drüber. Mal gucken, ob der das auch noch abgedeckt bekommt. Aber ich glaube, die Foundation ist deckender als der Concealer. Ja, so ein bisschen was jetzt drüber gegeben, ein bisschen was macht der, aber die scheinen halt immer noch so ein bisschen durch. Ich merke aber schon, dass es tatsächlich eine eher matte Geschichte jetzt auf meinem Gesicht ist. Sprich, ich mit meiner trockenen Haut werde da wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme haben, als wenn man jetzt eine normale Haut hätte oder eine ölige Haut oder so, ne? Aber so jetzt, von diesem Moment, finde ich das alles erstmal ganz gut. Mal gucken, wie es ist, wenn es ein bisschen mehr getrocknet ist. Farblich ist das eine schöne Geschichte. Ja, jetzt an der Nase setzt sich das hier so in die Falte so ein bisschen rein. Ne? Das ist aber oft bei Foundations bei mir nun mal der Fall. Aber ansonsten, auch Augenfalten, alles gut. Hier ist es ein bisschen trocken tatsächlich unter dem Auge. Es liegt halt auch daran, dass ich sehr trockene Augen habe. Mal gucken. Weitere Produkte werden nun auch noch getestet. Was nehmen wir denn da? Ein Puder wäre gut, ne? Genau, Pro Base Full Coverage Matte Pressed Powder. Habe ich in der Farbe 110. Ich habe versucht, alles sowieso so ein bisschen einheitlich in den Farben zu haben, außer den Concealer, den wollte ich eigentlich ein bisschen heller. Ja, passt aber alles gut zusammen. Das ist ein Matte Pressed Powder. Also es ist matt, long-lasting, also langanhaltend, Full Cover Matte. Weiß ich nicht, also halt wieder Full Coverage, ne? Also dass du quasi volle Deckkraft haben sollst. That prevents excess shine for a flawless finish. Also du sollst hier schon wieder den Schein vermieden bekommen, damit du ein ebenmäßiges Hautbild bekommst. Und das ist einfach ein Puder. Ja, hat wirklich nichts an Schimmer dabei. Dann nehme ich mir jetzt einfach einen großen fluffigen Pinsel. Und gehe damit komplett über mein Gesicht. Ich meine ja, jetzt wird alles noch matter werden, noch toter. Ich werde noch mehr zum 2D-Menschen. Ja, ich glaube, bei meiner trockenen Haut hätte ich jetzt gar nicht abpudern müssen. Weil ich merke das ja anhand des Pinsels, ne? Wie der jetzt auch schon direkt über mein Gesicht gleitet, ohne dass ich jetzt viel abgepudert hätte. Das ist alles sehr trocken. Naja, aber es sieht halt ebenmäßig aus, das kann man nicht abstreiten. Es ist auch alles sehr passend und sehr harmonisch jetzt gerade in meinem Gesicht. Doch, ne? Schon. Also das Puder ist okay. Das ist ein solides Puder. Kann ich jetzt so nicht viel Positives oder Negatives zu sagen. Es ist einfach da. Hat es eine leichte Deckkraft? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, oder? Ich meine, du kannst ja auch verschiedene Farben bestellen. Deswegen macht es vielleicht Sinn, dass es ein bisschen Deckkraft mit drin hat. Vielleicht hat das jetzt noch so minimal was ausgeebnet. Und ich sehe es nachher beim Schnitt. Aber jetzt so im Spiegel sehe ich nichts. So, weil die ganzen Geschichten so günstig waren, habe ich mir tatsächlich zwei Bronzer bestellt. Das ist einmal der Sunkissed Bronze, das ist dieser hier.
Und das ist der Schimmer oder das Schimmer Bronzing Powder. Ja, Solar Schimmer Nummer 100 und Sunkissed Bronx. Da gab es nicht so viele verschiedene Farben. Ärmel hochkrempeln. Ja, relativ, ne, günstige Plastikverpackung, aber Leute, das sind günstige Produkte, was will man da groß sagen. Hier haben wir einmal den Bronzer, der sieht echt schön aus. Ein Soft Tan Bronzing Powder that adds instant color and definition. Also quasi ein softes Bronzing Puder, was Definition geben soll. Und das ist eine schöne Farbe. Oh, dann gucken wir uns den Shimmer Bronzer an, ob das was wird. Der hat halt wirklich Schimmerpartikel drin, ne? Das ist auch, glaube ich, echt nicht nur das Overspray. So schaut er aus. Das Pressing darin finde ich übrigens auch sehr, sehr schön. Und der soll add a natural warmth with its buildable bronzed shade. Also der gibt dir eine natürliche Wärme mit... Oh, die passen aber schön zusammen. Guck mal, das kann man doch bestimmt als Bronzer-Topper nehmen. Mit seiner aufbaubaren, bronzigen Farbe. With a hint of shimmer, mit ein bisschen Schimmer. This powder bronzer sits lightly on top of base makeup for a natural shimmer sun-kissed look. Also das ist quasi dann wirklich, dass es sich nur sanft dann drüber gelegt über den Bronzer und dann einen natürlichen Look geben soll. Ich nehme wieder den Pinsel, den ich eben auch zum Abpudern genommen habe und trage mir damit jetzt erstmal den Bronzer auf, den matten Bronzer. Ja, wobei der auch so einen leichten, ganz, ganz leichten Schimmer mit drin hat. Ja, die Farbe gefällt mir schon mal. Damit kann man das Gesicht schön aufwärmen. Damit mein Ohr auch wieder zum Körper passt, bronze ich auch gerne hinter dem Ohr und um das Ohr drumherum. Sonst habe ich einfach so dieses helle Gesicht, diesen hellen Hals und dieses rote Ohr. Vor allem ist es jetzt nicht so ein Ding, ne, oder so ein Bronzer, wo ich jetzt Angst hätte, dass der groß fleckig wird oder so. Ich finde, dass er sich wirklich schön ausblenden lässt, was natürlich auch an diesem großartigen Pinsel von Real Techniques liegt. Aber ja, das ist gerade voll cool, finde ich. Oder voll warm, voll toll, voll gefällt mir. Alle Produkte sind natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt. Da kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Das sind Affiliate-Links, weil ich bin ein Beauty Bay Affiliate. Das heißt, ich bekomme ein bisschen Provision dadurch, dass du auf den Link klickst. Und wenn du möchtest, dir halt was auch auf der Homepage bestellst. Und ja, ne, das halt nur wegen der Transparenz nochmal. Steht auch in der Infobox, aber ich sage es gerne immer mal wieder mit dabei. So ab und an erwähne ich das mal. Och Mensch, soft, aber schön. Weil jetzt hat mein Gesicht halt auch wieder richtig schön eine Dimension bekommen. Man sieht auch nicht wirklich, dass ich Bronzer aufgetragen habe, weil der sich halt echt schön hat ausblenden lassen. Das gefiel mir gerade richtig gut. Und jetzt gebe ich mir den talgfreien Schimmerbronzer noch leicht drüber. Gehe ich jetzt hier mit dem Pinsel auch rein. Ich bin jetzt drin gewesen. Gibt es mal so drüber. Ja, das gibt schon einen leichten Schimmer, aber halt wirklich sehr, sehr natürlich. Das ist nicht so, dass ich jetzt aussehen würde wie der Blechmann. Und das ist jetzt tatsächlich auch genau so, wie ich das auch gerne von der Base her hätte. Nämlich, dass ich schon noch so ein bisschen Glow mit dabei habe. Dass das Matte, was Puder, Foundation und so weiter gemacht haben, jetzt mal so ein bisschen ausgeglichen wird und ich wieder ein bisschen Schimmer habe. Vor allem auch nicht fleckig. Freut mich gerade so sehr. Ach Mensch, das sieht doch nice aus. Ne? Ist gut. Ist dezent, aber es ist gut. Und jetzt gehen wir mal ganz weit weg von dezent. Denn ich habe hier einen Blush. In dieser Farbe. Ne? Das ist Atomic Tangerine. Alto Berli, da habe ich Angst vor. Da nehme ich aber gleich einen anderen Pinsel. Ich nehme nicht diesen Oschi-Pinsel. Ich nehme einen kleinen Pinsel, weil... ja. So schaut der aus. Der ist wirklich krass. Also sah online nicht so krass aus. Der leuchtet im Dunkeln. Ich sag euch das, der leuchtet echt im Dunkeln. Oder ich leuchte im Dunkeln. Man weiß es nicht. Aber der wird mir schöne frische Wangen geben, hoffe ich mal, ne? Add a pop of rosy color to cheeks with this gorgeous blush. Okay, du sollst einfach ein bisschen rosige Farbe auf deine Wangen geben. The soft powder blush applies smoothly on top of base makeup in a perfectly matte finish. Auch der soll wieder matt sein und auch der soll wieder leicht und soft verblendbar sein, also smooth. Ja, nehmen wir mal hier so ein, ne? Einmal so reindippen. Okay, ja, es ist jetzt hier auf dem Pinsel blöd verteilt, aber
Da kommt schon ordentlich Farbe ab. Den muss man auch gut ausblenden. Aber es kommt Gott sei Dank nicht so viel Farbe aufs Gesicht, wie ich befürchtet hatte. Jetzt durch diese Shimmer-Bronze-Geschichte als Base davon schimmert er sogar ein bisschen, was ich toll finde. Ich blende den auch immer gerne noch so ein bisschen dann nach überall hin so ein bisschen aus, ne? Weil du hast ja meistens, wenn du auch natürlich errötest, nicht nur hier, bam, rot, sondern ich bin dann eigentlich komplett rot. Ich male mir jetzt nicht das ganze Gesicht rot an, aber ich blende den auch so ein bisschen in den Haaransatz und hier so hin. Aber er gibt auf jeden Fall Farbe ab, sodass man, also ich bin halt wirklich immer nur einmal reingedippt. Ich habe nicht gerührt oder sonst irgendwas, ne? Es ist halt nur so reindippen und draufgeben. Das macht schon rosige Wangen einfach mal so, ne? Das ist ja alle ganz niedlich hier. Ja, mache ich wohl leiden doch. Und auch über die Nase, da will ich auch niedlich sein. Sonnenbrandoptik läuft bei mir. Spektakulär geht's weiter mit dem Highlighter. Das ist der Shimmer Highlighter in Pearlescent Sheen. Lightweight Powder that transforms your complexion with luminescent shimmer. Also ja, ich weiß nicht, heißt luminescent illuminisierend oder so? Ich weiß es nicht. Das ist auch uneben. Und Leute, dieser Blush, der leuchtet lila. Oh mein Gott. Habe ich gleich einen, ach Quatsch, Blush vor allem, ne? Highlighter. Habe ich gleich einen lila Highlighter? Naja, ist auf jeden Fall ein bisschen holo, ne? Krass. Ich brauche einen ganz dezenten Highlighter-Pinsel. Nehmen wir den. Ja, der ist dezent. Gehe ich vorsichtig rein. Gib ihn hier auf. Das ist so ein typischer Highlighter. Du guckst in den Spiegel und siehst ihn nicht. Dann bewegst du dich. Und dann scheinst du so dermaßen krass. Ja, ich kann hier noch ein bisschen aufbauen. Oh ja, der ist ja halt kühl, ne? Das ist eigentlich nicht so meine Welt. Ich mag eigentlich lieber warme Highlighter, so Champagnerfarben. Aber ich glaube, ein Champagnerfarben war ausverkauft. Oder ich hatte irgendwie an dem Tag so ein bisschen Bock auf irgendwas Buntes. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Aber der ist jetzt auch nicht zu intensiv, sage ich mal, ne? Das reicht schon so. Sonst sieht es einfach schnell bei mir aus, als hätte ich da einen blauen Fleck, ne? Das muss ja auch nicht sein. Bei so einem lila-blau-Highlighter gedünsten. Holla! Oh mein Gott, ja, ich sag's ja. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ne? Krass. Ich gehe kurz mit dem Schwämmchen nur vorsichtig drüber, weil mir das dann doch etwas zu... Also das ist kein Highlighter für mich, den ich jetzt so im Alltag oder wie auch immer tragen würde. Aber das, was ich heute noch vorhabe, ist Adventskalender-Unboxings drehen und da darf man auch ein bisschen bunter aussehen. Augenbrauen, da habe ich mir geholt Brow Define Eyebrow Pencil in der Farbe. Steht hier überhaupt irgendwas drauf? Mit Brown. Was ich hier cool finde, ist, dass du hier tatsächlich auch einen Anspitzer mit drin hast im Deckel. Das ist echt toll. Und ein Spoolie. Also du hast hier in einem Stift alles drin, was du brauchst. So, dann gucken wir mal, was der drauf hat. Ich hätte vorher swatchen können. Aber nö, es ist halt so typisch ein Ich, ne? Erstmal direkt auf die Augenbrauen draufknallen und gucken, welche Farbe dabei rumkommt. Ja, mittelbraun ist vielleicht dann doch minimal dunkel für mich. Also wenn ich das vorsichtig auftrage und das so ausbürste, dann passt die Farbe tatsächlich. Also wenn man das in Relation sieht, ist es natürlich hier relativ dunkel, aber es passt. Weil der auch sich schön ausblenden lässt, also allgemein, das sind... Produkte, und da bin ich jetzt gleich auch sehr gespannt auf die Lidschattenpalette, die sich super schön ausblenden lassen und dann halt auch echt mit dem Gesicht verschmelzen. Und das mag ich. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, wie ich das so für mich empfinde. Ich finde das echt schön und relativ natürlich, ne? Cool. Dann gehen wir jetzt mal zu den Augen über. Da verwende ich zuallererst eine Lidschattenbase. Das ist der Eyeshadow Primer Enhancing Nude Base, dieser hier. Kann man natürlich auch einfach Concealer für nehmen. Ich persönlich nehme da einfach gerne eine richtige Lidschattenbase für, weil meine Augen sind Schlupfaugen, ne? Schlupflider halt, Schlupfaugen vor allem. Und dann kann ich das immer gut gebrauchen, damit der Lidschatten an Ort und Stelle gehalten wird. Das läuft dann bei mir einfach ein bisschen besser. Die ist nicht klebrig, die ist auch sehr pudrig vom Finish her, wenn ich so mit dem Finger das eintape. Sehr, sehr angenehm. Übrigens aktuell Crease Day Concealer noch nicht. Das finde ich auch beachtlich, weil bei mir Concealer eigentlich dann anfangen zu creasen, wenn ich so meine Augenbrauen fertig habe. Das ist immer so der Punkt. Jo,
sind meine Augenlider geprimed. Dann widmen wir uns mal der Lidschattenpalette. Die ist krass. Die fand ich einfach ansprechend. Deswegen habe ich sie mitgenommen. Das ist die 15 Shade Palette Color Burst. Erinnert mich tatsächlich von der Optik sehr an Revolution, ne? An Make-up Revolution. Und hier haben wir die sehr bunte Farbpalette. Namen haben diese Farben nicht, das finde ich aber nicht schlimm. Und dann nehme ich zuallererstes Weiß, um entsprechend meine... sehr krümelig. Es schneit. Um meine Lidschattenbase einmal zu setten. Wobei, wie gesagt, die war halt echt pudrig, ne? Vom Finish her, ich hätte sie nicht setten müssen. Aber ich gebe mir gerne immer erstmal so eine Setting-Farbe drunter. So als, ja, Base tatsächlich auch nochmal zusätzlich. Aber heide, nice, ist das hier am Krümeln. Haben wir hier eigentlich nur matte Töne drin? Ne, das sind auch Schimmertöne. Man muss sie nur finden. Ich möchte mir heute eigentlich eher so einen bläulichen, grünlichen Look machen. Da habe ich mal wieder einfach so ein bisschen Bock drauf. Und deswegen fange ich an mit diesem hellen Türkis, was hier oben in der Palette drin ist. Guck dir das an. Es ist nicht schlimm, ne? Kickback finde ich nicht schlimm, aber das ist schon sehr, sehr krass. Also sehr kreidig, die Farben. Und das gebe ich mir tatsächlich erstmal hier so nach innen hin. Kommt jetzt gar nicht mal so super intensiv aufs Auge, aber wir gucken mal. Es staubt und staubt und staubt. Also das ist nicht leicht mit dieser Palette dann was aufs Auge zu kriegen. Ich arbeite jetzt quasi einmal komplett andersrum. Ansonsten fange ich ja außen an und arbeite mal hier nach innen vor. Jetzt habe ich irgendwie heute einfach mal Lust, genau andersrum zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob das eine spezielle Technik ist, die ich dann jetzt hier anwende. Es ist einfach nur, einfach mal ausprobieren. Ich versuche mich sowieso immer mal wieder an neuen Techniken und gucke, wie das so bei mir funktioniert. Manchmal geht's, manchmal nicht. So, dieses Limettengrün schimmert. Das nehme ich nachher als Topper. Ja, das schimmert wirklich. Das heißt, dieses Grün, was hier ist, das nehme ich jetzt und setze mir das quasi da so neben. Auch wieder mit dem Blendepinsel. Das staubt auch, aber nicht so sehr wie dieses ganz helle Türkis. Fancy. Das ist so ein schönes Froschgrün. Und dann gebe ich mir nach außen einen dunkleren Ton. Da nehme ich irgendwie ein Blau oder sowas. Gibt jetzt hier kein dunkles, mattes Blau. Oder nehme ich einfach dieses schimmernde Blau. Und das versuche ich jetzt einfach auch mit diesem Pinsel aufzunehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht kriege ich dann auch nur das Blau aufs Auge und nicht den Schimmer. Mal schauen. Hä? Deutlich heller, als ich dachte. Aber es kann was werden. Mal gucken. Fallout-less grüßen ist natürlich volle Elle hier am Start. Eieiei. Aber das mit dem Schimmer, das gefällt mir. Ist natürlich so, ne? Wenn du so einen krassen Schimmerton mit einem Blendepinsel aufgibst, bist du selber mit dabei. Aber das gibt hier wieder so einen Hammer-Schimmer an der Seite. Das ist schon krass. Den blende ich auch mal so ein bisschen mit in die Lidfalte rein. Aber groß verblenden lässt der hier sich nicht. Nee. Er lässt sich einfach nur auftragen. Jetzt wische ich mir erstmal hier... mein Fallout weg. Nehme ich hier einfach den Highlighter-Pinsel für. Das funktioniert immer ganz gut. Und jetzt möchte ich das ein bisschen aufräumen. Da nehme ich mir dann einen etwas buschigeren Blendepinsel und gehe dann wieder in das Weiß von eben rein und gehe damit dann entsprechend hier an den Kanten entlang. Und mit dem Hellblau vom Anfang blende ich ja auch nochmal so ein bisschen in der Crease rum, um zu schauen, ob sich die Farben dann noch irgendwie verblenden lassen. Ja, ist okay. Ein bisschen was macht's, ne? So, jetzt nehme ich mir dieses schimmernde Limettengrün auf mit so einem Lidschatten-Shader-Pinsel-Gedünsen. Denn da habe ich gerade richtig Bock drauf. Und den presse ich mir auf mein Lid hier drauf. Na, das geht mit dem Pinsel nicht so gut. Ich versuche es mit dem Finger. Das geht. Es ist jetzt kein Alltagslook, den ich hier schminke, ne? Das ist jetzt einfach nur ein Look, um zu gucken, wie die Farben so performen und ob die überhaupt so funktionieren, wie man sie gerne hätte. Und es hat was von Froschkönig hier. Jetzt nehme ich mir so einen ganz, ganz
präzisen Point Brush quasi und gehe dann in dieses dunkle Schimmerlila rein. Das setze ich mir vorsichtig an den unteren Wimpernkranz. Blende es dann noch nach oben hin ein bisschen mit rein. Gibt schon ordentlich Farbe ab, die Palette. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Also man sieht was auf dem Auge. Es ist definiert, es sind unterschiedliche Farben. Natürlich ist es verblendet, aber es ist definiert, dass es unterschiedliche Farben sind. Und so gefällt mir das schon mal ganz gut. Ich finde es nice. Nach vorne hin nehme ich aber auch wieder dieses Limettengrün mit rein, weil ich das so geil finde. Ich mag es voll. Es ist schon was Spezielles, ne? Ich möchte gerne jetzt auch noch meinen Wimpernkranz oben ein ganz kleines bisschen und ganz, ganz vorsichtig verdichten. Wobei, möchte ich das? Ne, möchte ich eigentlich nicht. Ein bisschen schon. Dann nehme ich mir so einen abgeschrägten Eyeliner-Augenbrauenpinsel und gehe dann hier in das Schwarz rein, was unten in der Palette ist. Es ist so ein mattes Schwarz. Und das presse ich mir ganz präzise an den Wimpernkranz dran. Es muss nicht viel sein, ne? Das reicht schon, finde ich. Ich finde es ganz nett, wenn man da so eine kleine Verdichtung mit drin hat. Ich finde, das ist ein krasser und irgendwie richtig cooler Look. Also mir gefällt das voll, ne? Also ich würde tatsächlich auch so rausgehen zur Arbeit, jetzt nicht unbedingt, weil ich da morgens keine Zeit für hätte, aber ich finde es schön. Ich stehe vor allem und voll auf dieses Limettengrün hier. Mega. Mir fehlt tatsächlich aber noch ein Inner Corner Highlight und da ich in der Palette keinen helleren Ton als dieses Limettengrün habe, greife ich jetzt nochmal ganz mutig zu diesem Highlighter. Und jetzt versuche ich mir den vorsichtig aufzugeben. Mal gucken. Weil eigentlich würde es schon passen, weil das ist ja auch ein kühler Look. Ach komm, was soll der Falschgeiz? Weil das spiegelt sich dann halt auch wiederum wieder, ne? Das finde ich auch irgendwie cool. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Augenbrauen-Highlight auch noch verwenden, weil das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber als Inner Corner kann man das machen. Auch aus der Ferne echt irgendwie cool, oder? Ich finde es nett. Passt auch irgendwie jetzt einigermaßen zum Oberteil. Jetzt verwende ich ein Fixing Spray. Pro Base Mattify Fixing Spray. Es ist mal wieder mattierend. Aber hey, was soll's. Ich habe genug Glow im Gesicht, oder? Erstmal gucken, wie der sprüht. Oh, es geht. Schon recht stark. Aber es riecht nach Rose. Oh mein Gott, riecht das gut. Steht auch irgendwas mit Rose drauf? Nee, aber es riecht voll nach Rose. Mega. Tape ich hier noch so ein bisschen ein. Mascara Amplify Statement Lash. Das ist die Full Volume Lash Effect Mascara. Die hat ein Gummibürstchen. Was stinkt. Tatsächlich sehr chemisch riecht. Und vorne ist es halt auch so pieksig. Also die sieht pieksig aus. Ich hoffe, sie ist es nicht. Aber zuallererst biege ich mal meine Wimpern. Ich habe hier irgendwie eine dicke Fliege bei mir im Raum. Die brummert hier vor sich hin, als hätte die kein Zuhause. Ich verstehe auch gar nicht Fliegen. Die fliegen immer nur durch die Gegend. Da können die sich nicht einfach mal irgendwo hinsetzen und ruhig sein? Da würden die auch nicht so nerven. Die Leute würden sich nicht davon animiert fühlen, mit einer Fliegenklatsche drauf zu hauen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich war am Anfang skeptisch, muss ich gestehen. Als ich die erste Schicht drauf gemacht habe, habe ich mir gedacht, ob das was wird. Aber jetzt denke ich mir, ja, doch. Also sie macht Volumen, sie macht Länge. Das, was sie nicht macht, ist Fülle, also dass man quasi so ein bisschen verklebte Gedönsgeschichten hätte, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt noch ein bisschen was drüber geben würde, würde sie das mit der Zeit tatsächlich machen. Hier hat sie das ein bisschen gerade zusammengedingselt, aber das wird sich auch wieder lösen. Ansonsten macht die doch einen ganz guten Job, ne? Die macht gute Klimperwimpern. Gefällt mir, auf jeden Fall. Doch, also der Look kann sich jetzt so jedenfalls sehen lassen. Ne? Es ist mal was anderes. Es ist sehr, sehr kühl. Ich bin sonst auch gerne mal bei den warmen Tönen unterwegs, aber das ist einfach mal was anderes. Bei den Lippen habe ich mal ein bisschen einen Gang runtergeschraubt. Und zwar zuallererst gibt es erstmal einen Lip Liner, Total Eclipse Intense Color Lip Liner. Und das ist die Farbe Total Eclipse. Jo,
Das ist die Farbe, Claudi. Der ist ganz schön groß, ne? Ganz schön lang. Nee, das wäre der Eyeliner gewesen. Ach, ich bin ein Vogel. Ich gebe mir jetzt schön schwarz auf meine Augen. Auf meinen Mist. Ich wollte mir doch damit einen Eyeliner ziehen. Das haben wir jetzt vergessen. Blöd. Ich kann ihn aber swatchen. Komm, das können wir uns angucken. Ja, und der ist so ein schönes Grau. Das fand ich cool. Ach, Mensch. Ich dachte, das wäre der Lipliner. Ich Eimer. Egal. Ich habe mir nur den Lippenstift geholt und gar keinen Lipliner. Und zwar, ich bin auch ein Vogel, ey. In der Farbe Heartfelt. Ja, das ist ein Nude. Ja, das ist ein matter Lippenstift und ich hoffe, er ist nicht totmatt. Aber ja, er wird auf jeden Fall sich zurückhaltend verhalten, denke ich mal, in Relation zum Augen-Make-up und zum Highlighter. Okay, krass, der ist super trocken. Der riecht auch ein bisschen komisch, chemisch. Aber er passt zum Look, weil er sich schön zurückhält, oder? Muss man wirklich sagen. Also ja, der lässt sich auch gut auftragen, aber ich fand ihn tatsächlich auch von der Textur her relativ trocken. Nun, das ist jetzt aber tatsächlich der fertige Look. Ich finde den außergewöhnlich und cool. Also der Concealer ist nach wie vor nicht in die Fältchen gekrochen. Ich finde, der hätte aber tatsächlich für meine Verhältnisse etwas deckender sein können, gerade bei dem Augen-Make-up, weil, ne, das, wenn es oben halt schon so grünlich ist, grünlich-bläulich, schimmert es nach unten dann halt auch so ein bisschen durch, finde ich. Ne, dass es dann halt auch gerne mal aussieht wie Augenringe. Aber ansonsten gefällt mir der Look. Mir gefällt meine Base auch richtig gut. Also die, da ist nichts irgendwo hingerutscht. Ne? Das ist cool. Hat sich nicht in dem Fältchen abgerutscht. Das betont auch nicht die Fältchen jetzt irgendwie blöd. Also das ist die beste matte Foundation, die ich bislang getestet habe. Tatsächlich. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob man sich die Marke angucken möchte, wenn man vielleicht sehr, sehr trockene Haut hat. Ich meine, ich habe schon trockene Haut, aber wenn man noch trockenere Haut hat als ich, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Würde ich dann wahrscheinlich eher nicht empfehlen, weil ich habe ja auch schon den feuchtigkeitsspendenden Primer drunter gegeben und dennoch ist es halt grenzwertig, ne? Aber trotzdem vom Finish her gefällt mir das alles sehr gut. Die Farben, das passt sehr gut. Ich finde auch die Farbintensität von der Lidschattenpalette richtig gut. Und ja, ihr Lieben, das war mein Full Face mit MUA Make-Up Academy Produkten. Wie gesagt, unten in der Infobox alles nochmal verlinkt, wenn ihr euch das anschauen wollt auf der Homepage. Da gibt es ja verschiedene Töne auch noch, ne? Also auch zig Foundation-Farben, ganz, ganz viele verschiedene Lidschattenpaletten gibt es auch noch. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!